Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Wir sind zurück mit Victoria 3 und Österreich, beziehungsweise Deutschland. Wir sind gerade dabei, eines von diesen kleinen Mini-Ländern, die, nachdem wir Deutschland friedlich gegründet haben, nicht aufgenommen haben, die seit Jahrzehnten jetzt mittlerweile nicht freundlich uns gegenüber sind und nicht in unsere Zollunion wollen, wie alle anderen. Deswegen habe ich sie jetzt angegriffen. Ich frag mich gerade, warum die so starke Verteidigung haben. Die können doch keine Waffen haben bei sich. Naja. Leider haben sie sich gedacht, oh yeah, die Amerikaner helfen uns in diesem Krieg und deswegen wollen sie unbedingt kämpfen. Na gut. Deswegen kämpfen wir gegen die Vereinigten Staaten hier. Oh, die haben auch schon Panzer. Nicht gut. Haben die Panzer nicht von uns gekriegt? Könnte es sein? Finde ich nett. An dieser Stelle ist kein Gegner. Das heißt, hier nehmen wir die Sachen einfach so ein. Wir haben außerdem zwei Naval Landings gemacht, nämlich eines hier und eines hier. Schauen wir mal, ob wir die Amerikaner vielleicht auch dazu bringen, dass sie schnell aus dem Krieg rauskommen. Gut. So, das war's. Diese 20.000 kommen da runter zu der Grenze, ist eh klar. Ja, ist ruhig. Sollten wir da oben eine zweite Grenze, eine zweite Front eröffnen, kann man sie noch mal raufschicken irgendwie. Tonische Migration nach Hannover, das finde ich nett. Und Chukotka hat keine Goldreserven mehr. Naja, ist auch okay. Ist auch okay. Oh, wir haben nur noch 99% Mist. Da ist ein Typ. Sehr ärgerlich. Das heißt, wir müssen tatsächlich um das Gebiet kämpfen, das wir erobern wollen. Finde ich nicht richtig. Aber nachdem wir Nassau eh schon eingenommen haben, dauert der Krieg nicht mehr lange. Die verlieren pro Woche 13 Punkte durch die Besetzung. Das heißt, wir werden bald kontaktieren. Oh, da haben wir auch gut. Sehr gut, sehr gut. Beiden Anlandungen sind auch geglückt. Du
greift dann hier an dieser Frau an. Stattdessen. Yay. Ich hoffe, die greifen uns nicht irgendwie an. Und da haben wir jetzt keine Truppen drinnen stehen. Aber an und für sich sollte das nicht passieren. Der Computer ist ziemlich dämlich, was das betrifft. Du könntest Escort hier machen. Also, das heißt, sie müssten zuerst einmal an den 80 Schiffen vorbei. Okay, da haben sie jetzt auch jemanden zurückgeschickt. Ja, kann man nichts machen. Warte mal, da haben sie angegriffen. Lächerlich. So, wir werden dann wahrscheinlich da herüben auch noch angreifen, wo angreifbar ist. Einfach damit. Plus 66, naja. Und versuchen zu ruinieren, was zu ruinieren geht. An und für sich. Okay, da sind wir nicht stärker als er. Aber grundsätzlich sind wir stärker als er da überall. Ostborneo hat Öl gefunden. Das finde ich ja cool. Oh, Nassau hat hier Truppen. Ist ja süß. Okay, Nassau, wie wär's mit kapitulieren? Hm?
Ah, der Partner, seine Obligation und seine Obligation. Das finde ich nett. Machen wir gleich nach diesem Krieg, der jetzt gleich vorbei sein wird. Woher kommen diese amerikanischen Truppen überhaupt? Die können da gar nicht rein. Ich habe alle Küsten besetzt. Sehr gut. So, das war das. Wir haben Hessen vergrößert, oder? Ja. Hatten wir da Steel Mills drinnen? Ja, schaut so aus. Arms Industry hatten die auch eine, bist du irre. Alles andere muss vorher schon drinnen gewesen sein, beziehungsweise ist halt nur einfach dazugekommen zu dem, was wir schon hatten. Mhm. Uns fehlt Bürokratie oder was auch. 28,5 Infamie. Auch nicht schlecht. Ah, ja. Bürokratie sollte gleich wieder steigen, nachdem wir gerade überall die Dings bauen. Kann man Gummi bauen? Nein, das müssen wir auch importieren. Supi. Franzosen haben Gummi für uns. Gib Gummi, Frankreich. Russland hat auch Gummi für uns. Das herstellen. Yep. Ah, ist roh. Ist wieder besser, was das betrifft. Lei. Ja, an vielen Orten kann man kein Blei mehr abbauen. Importieren, das könnte man fast. Das könnte noch funktionieren. Nö, funktioniert nicht. Eisenminen ausbauen. Das geht noch ganz gut.
Na, so gut geht's eigentlich auch nicht mehr, sehe ich gerade. Fehlen uns Eisenbahnen wieder. No Market Access. Eisenbahnen fehlen. Land. Mecklenburg, Hafen. Zentralungarn. Nummer 5 gleich. Du kriegst auch einen Hafen. Und Südtirol. So. Oh, ich habe auf Pause gedrückt, das wollte ich nicht. The Nation of Knowledge, Bruno von Boyan, has offered to spend some of their personal wealth to fund the creation of a university in Sinai. Was da unten? Da werden ja die Leute nur. Nein. Keine gute Idee. Das sind lauter diskriminierte Leute. Die wollen wir nicht noch klüger machen, als sie eh schon sind. Okay, was sind das für zwei Konflikte? Das ist Haiti. Interessiert mich nicht. Und was ist das? Traser, wo ist das überhaupt? Irgendwo bei. Nein, doch nicht. Arabien hätte ich gesagt. Oh, die haben sich von Frankreich losgelöst. Das ist ja cool. Und jetzt machen sie auf. Oh, wir sind so toll. Wir machen gleich Revolution. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja. Ja, die Radikalen steigen wieder, ist eh klar. Die Loyalisten sinken wieder, ist auch klar. Bevölkerung steigt weiter. Oh, 21,3 Standard of Living. Wir sind schon 13. Finde ich gut. Wie schaut das da aus in Hessen? Schaut auch gut aus in Hessen. Siebter, was die Literacy betrifft, für das, dass wir das Land mit der zweithöchsten Bevölkerung sind, ist das auch nicht schlecht. Zweithöchste Bevölkerung, größtes BIP. Tja. Und wir sind im Jahr 1932. Das heißt, wir haben noch 3 Jahre. 4 Jahre eigentlich. 1935 spielen wir auch noch durch, quasi. Naja, stimmt, das könnten wir auch mal wieder machen. Take on that. So, wir haben der Papst.
Ah, der Papst mag uns nicht. Wieso das? Das ist nicht nett von ihm. Wir sind so nett. Ja, okay, dann machen wir mal das als nächstes. Südafrika. Wieso geht das nicht? Ah, wir haben zu wenig Dingspunkte. Ist okay. Aber das wird man eh nicht schaffen jetzt. So, schauen wir mal, ob man von den Leuten Schulden bezahlen können. Yep. Einfach weil. Wir es können. Ja, ist okay. It's okay. If you don't like to, you don't have to, könnte man sagen. Und wir haben wieder genügend Bürokratie. Irgendwelche Institutions verbessern? Nein, gell? Dazu bräuchten wir die richtigen Gesetze, die haben wir aber nicht. Wir haben sogar noch Kinderarbeit erlaubt. Nein, warte mal. Freedom of conscience. Wie sind wir eigentlich zur Cultural Exclusion gekommen? Das haben wir auch nichts freiwillig gemacht, gell? Okay. Na, okay. In Wirklichkeit war es das wieder für heute. Wird nicht mehr viel passieren. Schauen wir noch vielleicht. Du bist du eigentlich. Du bist du kein Protektorat von uns. Also bist in unserer Customs Union. Also so passt das. Du bist nicht in der Customs Union, aber warum? Du könntest da schon lange drinnen sein. Ja, Papst.
Auf damit. Auch nichts. Beziehungsweise, das wäre so gratis. Ah ja, na okay. So, die sind auch in der Customs Union und die wird noch annehmen. Passt. Ist jetzt noch kein Protektorat. Aber wieso kann man das nicht bankrollen? Wir haben zu wenig Punkte. Okay. Ja, das sollte auch bald wieder besser werden, wenn wir die Infamy los sind hier. Okay, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Schlaft gut und was Schönes.